Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play New Super Luigi U hier bei Crash40Freak89. Ja, Leute, im letzten Part hatten wir einen ganz schönen Fail, bis zum geht nicht mehr voll, denn auch bei den Kommi, weil ich ja erklären wollte, wie das jetzt mit meinem Laptop so passiert ist. Ich hoffe nur, die meisten haben das jetzt wirklich geguckt, damit sie auch jetzt wissen, was los gewesen ist. Oder ihr schaut auch einfach nochmal mein Infovideo an, aber das müsst ihr schon bei einem PC oder Mac machen, weil da habe ich ja, wie sagt man dazu nochmal? Ein eigenes Kommentar jedenfalls nicht, das ist... Boah, jetzt weiß ich nicht mehr, wie man das nennt. Eine Notiz dazu geschrieben, wenn man das in einem Video eingeblendet wird. Sturzvorgehen, wo ist Steinblockfestung? Ich finde es hoffentlich noch heraus, irgendwie. Muss halt noch überlegen. Sturzflug. Da sieht man sie auch schon, Wendy Face, ziemlich unheimlich. Oh mein Gott! Hilfe! Die Twomps gehen wieder voll ab. Und auch die Knochen... Oh mein Gott. So. Deshalb auch Sturzflug, weil die auch in Sturzflug angeflogen kommen. Ja. Warnsprung müssen gelernt sein. So ein blödes Level. Dieses Level ist blöd. Schlechtes Level kann im Grunde nur auswendig lernen. Da stimmen mir so viele zu. Aber ich habe auch nur so... Oh mein Gott, die Leben gehen hier aber ganz schön zur Neige. Also, in New Super Mario Bros. U war nicht so viel Lebensknappheit. Aber hier ist auch klar, die Levels sind viel schwieriger. Da kann es wirklich zu viel... Da kann es wirklich mal sein, dass ich diesmal zum ersten Mal ein Game Over in einem Mario-Spiel habe. Diesmal war... Bitte, Warnsprung. Danke, Luigi, dass du das... Diesmal dazu bereit erklärst. Okay, ich muss ihn nochmal abstürzen lassen, weil nur so komme ich irgendwie an die Starcoin. Ja, aber die Wand muss auch kommen. Ach, scheiß drauf. Hol ich mal jetzt die ganzen roten Münzen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, yeah, nice. Das nennt man Skill, Freunde der Nacht und der modernen Unterhaltung. Ja, ja, ja. Speedrunner, Speedrun for the win. Jetzt habe ich es auch gerade noch gesehen. Und was zum... Okay. Ich habe es noch gerade gesehen bei einem der Stellen, wo der Turm runtergeflogen ist, schon wieder ein Luigi Easter Eggs. Die sind wirklich überall. Sie verfolgen einen sogar im Schlaf. Dein Lächeln wird dir gleich vergehen, Poppe. Jetzt kommt Luigi Man. Und Abschuss! Jetzt weiß ich es wieder. Anmerkung. Genau, ich habe eine Anmerkung zu meinem Infovideo gegeben. Hallo. Möchte gern Eislaufprinzessin. Ja, jetzt weicht sie grazil meinen Feuerbällen aus. Oh mein Gott, der rutscht der wirklich extremst. Guckt euch das an. Ich meine, das ist auch auf dem Eis, aber Mario hat da auch noch nicht so viel gerutscht. So, wann sollte ich endlich mal auf sie springen? So, ungefähr. Wenn sie da versucht, mit ihren Ringen anzugreifen, so. Aber diesmal kriege ich das hin. Oh, ihr merkt schon. Das ist echt scheiße gemacht bei Luigi. So, jetzt kommt... Nein! Okay, was soll's. Nimm ich halt den Schaden in Kauf. Die ist diesmal ziemlich hochgesprungen. Da... hatte ich ein schlechtes Reaktionsvermögen, aber egal. Wendy haben wir auch wieder... gebasht und wir haben alle Starcoins. Das zählt. Bam, 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 boom, zack, buff, boom. Und tschüss, Lutscherin. Geh sterben. So, Leute. Dann geht's jetzt weiter. Woho, yeah. Aber nicht mit irgendeiner Welt geht's jetzt weiter. Nein, es geht jetzt... Eigentlich sollte es hier weitergehen mit dem Limonadendschungel. Den werden wir aber... Ach nein, da kommt jetzt vorher noch Bowsers Flugfestung. Genau. Die will uns ja auch noch einholen. Die holt uns auch noch an Bord. Ahoi, ihr Brüder. Ja, nee, ist klar. Habt ihr es auch noch gesehen am Bug des Schiffes? Der ziert... Das ist schon toll. Aber da ziert tatsächlich eine Luigi-Statue. Krass. Geil.
Nee, das muss man ja nur abfeiern. Da! Ganz links, seht ihr das? Oh mein Gott, die Luigi Easter Eggs sind immer und überall. Sie verfolgen einen auch in den Träumen. Ja, sehr lustig. Lass mich raus! Verdammt. Das ist ja wohl ein schlechter Witz. Wir sind überall... Ja, kein Wunder. Ahoi, ihr Brüder. Jetzt weiß ich auch, warum. Dieses Schiff ist... Oh mein Gott. Dieses Schiff ist voll mit diesen Hammer-, Feuer- und Eisbrüdern und Bumerang-Brüder und diesen Sumo-Bruder hier. Falls man den auch so nennt. Nee, ich glaube, das ist kein Sumo-Bruder. Das ist so ein fetter Bro. Und der hier steht auf einer Starcoin. Ach, diese blöde... Jetzt habe ich den Namen für diese Bowser-Spielzeuge vergessen. Ja, wo ist jetzt schon wieder die erste Starcoin hier? Ja, hallo, der Scrolling-Level, der bleibt nicht stehen, nur weil du es nicht schaffst, diese Kisten zu erwischen. Und diese Hammerbrüder, die machen mich wahnsinnig. So, ich hoffe, wir bekommen wieder 100 Sekunden dazu, weil jetzt müssen wir ja gegen Bowser Jr. antreten. Ja, 150! Dann... ich weiß nicht, ist der Kampf... Nein, das ist immer noch der mit den, Torpedos oder so. Ja, ja, Agro-Kitty, ne? Ist klar. Mit diesem Verfolgenden. Komm her. Hier bin ich. Nein, nein! Na toll. Jetzt habe ich mich davon ablenken lassen. Ich wollte ihn zu... Ich wollte diesen... Auf ihn lenken. Genau so wollte ich es eigentlich machen. Diese Faces, die sein Dings, sein Schiff macht, sind einfach so episch. Einfach nur geil. Na, was ist, Kleiner? Windelpupsi. Ja, ja, Agro. So, hier. Ah, ja, ja, die Strömung soll mich aber jetzt nicht von hier wegtreiben. Jetzt komm. Oh nein, 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 nein. Ah, ich wusste, er trifft mich. Scheiße. Jetzt bin ich aber... Jetzt stehe ich aber echt scheiße gegen diesen kleinen Spacko da. Oh, vorsichtig. Ich darf mich auf keinen Fall mehr treffen lassen. Jetzt muss ich ihn den letzten Treffer verpassen. Was ist? Schieß endlich deine blöde Rakete ab. Also deinen blöden Torpedo. Komm. Nein. Nein, 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 nein. So, komm her. Toll, die Zeit. Ja, toll. Jetzt fällt ich tatsächlich gegen Bowser Jr. Bye, bye, my lord. Jetzt fängt das mal wieder ziemlich geil an. Wo war denn hier die erste Starcoin, bitteschön? Hä? Check ich nicht. Dum, dum. Vielleicht erstmal den hier bashen und... Nein! Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus! Vielleicht da oben irgendwo. Nee. Kann man vergessen. Ja, warte, was ist denn da los? Dumm, 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 dumm. Wo ist denn die verflixte Starcoin? Das kann doch nicht sein. Dumm, dumm, dumm. Ja, toll, jetzt trifft mich dieser Spacko auch noch. Du Fettsack, verpiss dich endlich. Ja, du verschwindest auch hier runter. So. Ja, das brauche ich auch, danke. Ja, nee, ist klar. Da will ich über ihn drüber springen und da kommt dieser blöde, versteckte Block. Hätte damit rechnen müssen, dass das Spiel schwer wird, aber ja, aber komischerweise so aggro fühle ich mich jetzt eigentlich nicht im Vergleich zu manch anderen Spielen. Ich fühle mich eigentlich ganz gut, also ich habe meinen Spaß hier. Ja, ein bisschen aggro kann es auch machen, weil die Levels hier wirklich nicht sehr easy sind, aber sei es drum, ich habe meinen Spaß hier, aber noch mehr Spaß wird es machen, wenn ich jetzt checken würde, wo diese bescheuerte kleine Starcoin ist. Die letzte. Oh mein Gott, das wäre beinahe daneben. Oh, ja, ich vergesse das auch immer wieder.
Ja, du sollst keinen Warnsprung machen, du Idiot! Heute ist echt nicht mein Tag. Jetzt aber zusammenreißen, aber echt, die Leben gehen mir langsam aus. Ernsthaft, hier wimmelt's nur von diesen Brüdern. Nein! Warte, was? Ja, nee, ist klar! Aber danke für die Info, Superpilz. Das Wort zum Level, das besch... Stupid. Da melden mich jetzt wieder diese ganzen Kommentare hier wieder auf. Nee, scheiß drauf, ich hol mir jetzt eine Super-Eiche, weil das... Davon habe ich jetzt die Schnauze voll und ich möchte endlich diesen Bruder hier loswerden. Oder zumindest irgendwie an ihm vorbeikommen und dabei... Und wenn ich dabei einen Treffer einstecken muss, weil das ist mir jetzt egal. Ich will nur eins... Okay, ich kann ihn auch so ausweichen. Die Starcoin. Und, dass du dich verpisst. Na, endlich, wen... So konnte ich jetzt wenigstens rausfinden, wo sich hier die Starcoin befindet. Das könnte ich sogar rüberfliegen, wenn ich wollte, aber da ist dieser Bumerang-Bruder. Toll. Vielen Dank auch dafür, du Iasi. Ich hasse dich. Die Pest. Ja. Jetzt ist langsam zu viel. Des Guten. Warum habe ich jetzt keine Items aus dem Inventar genommen? Scheiß drauf. Ja, und hier heute so. Vielleicht beglückt ihr euch trotzdem an meinen ganzen Fails. Ich meine, ich bin ja schon New Super Mario Bros. U ein Failer Nummer 1 gewesen. Da kann man mir das doch hier hoffentlich verzeihen, oder? Vor allem, ich glaube nicht, dass ihr auch bei diesem Spiel so ganz groß... Wie sagt man, die ganz großen Überpros seid. Weil wenn ihr das Spiel zum ersten Mal spielt, werdet ihr euch wahrscheinlich auch genauso fühlen. So. Den friere ich auch mal schnell an. Boah, das war knapp. Beinahe wäre jetzt aufgestampft und dann wäre ich bestimmt von der Kette runtergeflogen. Verpiss dich. Mann, mach doch keinen Wandsprung! Da macht er doch wieder einen Wandsprung, dieser Idiot, bevor er... Er macht einen wahnsinnig, der Luigi. Luigi! Und da lässt sich natürlich wieder von den Bruder treffen, aber egal. Hier gibt es, glaube ich, irgendwo noch einen versteckten Block. Okay, Bowser Junior Line. Jetzt wird's Zeit für deine Tracht Prügel. Weil du so böse warst. Jetzt gibt's kräftig eine auf deinen Popo. Brauchst gar nicht zu blüten. Brauchst gar nicht zu... angeben. Ich kriege ich jetzt aber. Hier. Komm, Torpedo Line. Ich bin hier. Fang mich doch. Ja, nee, ist klar. Ja, jetzt treffen sie sich gegenseitig. Hier bin ich. Komm, Portobiederlein. Put, 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 put. Komm hier. Bam, Tschüsselcha. Naja, noch nicht. Diese Faces, die sind so episch. Also, nee, ernsthaft. Nintendo hat sich da wirklich was Geiles bei diesem Spiel einfallen lassen. Also, ernsthaft. Schade nur, dass jetzt alle Parts claimen, denn heute habe ich ja den dritten Part hochgeladen und... Natürlich auch wieder übereinstimmende Inhalte von Drittanbietern auf ein Toadhouse. Noch dazu das One-Up-Toadhouse. Sind die denn jetzt völlig wahnsinnig? Was ist denn jetzt mit denen los? Warum um alles in der Welt haben die jetzt so eine Geldpleite, dass sie jetzt unbedingt alles claimen müssen? Auf New Super Mario Bros. U haben sie es wirklich total abgesehen. Die Toadhäuser claimen sie sogar schon. Was soll man dann bitte schön daran claimen? Dass es jetzt visueller Content wird. Mario Gameplaying ist anscheinend jetzt nicht mehr, darf man jetzt anscheinend nicht mehr auf YouTube machen, oder wie? Normalerweise... Okay, habe ich gerade noch erwischt. Und tschüss, du Lappen. Geh sterben, aber wirklich. Ne, den werden wir noch einmal wiedersehen, leider. Ernsthaft, dass ich mich da so anstellen musste? Hallo? Nee, nee. Los, schnapp ihn dir! Und, patsch! Nee. Was du? Ah! Haha, Ella Badge. Lass mich. So. Und verpiss dich endlich. Ich
möchte jetzt endlich weiterkommen. Der Part ist schon 15 Minuten lang und wir haben noch nicht allzu viel erreicht. Wir möchten ja noch mit dem Minzmeer weitermachen. Weil jetzt geht's eigentlich weiter mit dem Limonadendschungel, aber... Nope. Ich will erstmals die Levels hier durchmachen. Und wie schon gesagt, im letzten Part... Ach ja, ich voll Spaß, die Röhre. Erst denken, dann handeln. Da könnte ich mich auch einfach rüberschießen lassen. Obwohl, dann... Ich lande auch nur dort, wo ich zuletzt gewesen bin. Wieder der unheimliche Geisterwelt und... Ludwig war das, oder? Der Psychopath. Ja, ich denke, das war Ludwig. So, das... Nee, zumindest mehr habe ich ja noch keinen Zutritt. Dann schieße ich mich einfach jetzt mal zur Sandkuchenwüste. Von dort aus müsste es jetzt kürzer sein. Frag mich, wo Mopsi wieder auftauchen wird. Hoffentlich wieder in Minzmeer. Dort, wo ich mich gerade auch aktuell befinde. So, gib das Ding her. Das habe ich ja auch mal einfach so verloren, umsonst. So. Gumba? Nein. Der lässt mich nicht in Ruhe. Fein, Gumbilein. Dann bekommst du jetzt eins auf deine Matschbirne. Ah, nice. Doppeltreffer. So, und du verpisst dich jetzt auch. Und gibst mir einen hübschen Propellerpilz. Aber leider ist mein Inventar voll und ich möchte jetzt nicht auch noch extra eine super Eiche verbraten dafür. Nee, sorry, Ken. Ja, lass mal's. Lass mal so, wie es ist, okay? So, und jetzt kommen wir hoffentlich endlich zum Limonadendschungel. Oh, meine Fresse. Limonadendschungel, ich wollte sagen, zum Minzmeer. So, dann sind wir ja schon wieder. Ah, da kommt Urlaubsstimmung auf. Vordem, bei uns gerade ist das Wetter so dämlich wechselhaft. Zumindest bis zum heutigen Zeitpunkt. Entweder regnet es in Überfluss für ein paar Stunden und dann wiederum kommt die Sonne wieder raus und dann wieder nicht. Was ist denn das für ein Sommer, ey? Also, bei uns ist generell schon so oft wechselhaft gewesen in letzter Zeit, aber das ist echt zu viel des Guten. Strand der 1000 Strandhütten? Okay. Da bin ich mal gespannt. Mr. Krabs! Bam! Bam! So. War das jetzt eine gute... Ja, das war eine gute Idee. Die Strandhütten sollte man auch durchsuchen. Hoppala. Eieieiei. Gut ausgewichen, würde ich sagen. Ja, nee, ist klar. Oh, da unten sehe ich doch was. Ach, diese blöde Fontäne kommt jetzt dazwischen. Diese ganzen Mr. Krabs hier, die nerven mich noch zusätzlich. Aber jetzt. Bitte sag mir, dass da noch eine Starcoin ist. Oh. Krass geil. Ich liebe diese Luigi Easter Eggs. Do, 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 do. Oh. Oh mein Gott. Ich kann einfach nicht anders. Das ist, das finde ich einfach viel zu episch. Ah ja, stimmt, auf diese Dinge kann man auch drauf springen. So, jetzt gib doch endlich mal Ruhe. Dein scheiß Steinchen kannst du mich nicht beeindrucken. Ich glaube, hier sollte ich vielleicht nach oben und mal nachgucken. Wäre vielleicht gar nicht so... Hä? Achso, den habe ich gar nicht erwischt. Dachte, der wäre rausgeflogen. Ja, Starcoin, die letzte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist hier die letzte Starcoin schon wieder? Ne, nicht wirklich. Da fehlt noch viel zu viel. Hm. Hab ich denn hier noch was übersehen? Ach, ja. Der Drang ist zu groß. Ich muss da nochmal nachgucken. Ich weiß, ich habe ja viel zu wenig erreicht in letzter Zeit aufgrund der vielen Fails, aber... Was soll man machen? Ich bin ehrgeizig. Und nicht so geizig wie Mr. Krabs. Nee? Nee, weil ich habe immer... Weil so ein extremer Geizkragen wie er bin ich nicht. Ist auch klar, so geldgeil bin ich auch wieder nicht, weil erstens, ich bin kein YouTube-Partner. Oh, Moment mal. Achso, nein, da komme ich ja wieder raus, genau. Ja, denk doch mal logisch, Mann.
Wo zum Teufel waren hier die Starcoin? Da oben auch nicht, oder? Nee. Ach, da kann man auch noch rüber. Okay, geil. Hier unten doch irgendwo. Ach man, jetzt verpisst doch endlich ihr ganzen elendigen Mr. Krabs. Ja, nee, ist klar. Das kann man wissen, ne? Ja, haha. Sowas ist auch offensichtlich, ne? Obwohl, dann wäre es auch etwas zu einfach, wenn's offensichtlicher wäre. Die wollen halt eine Herausforderung schaffen. Woher sollte man das denn bitte schon wissen? Aber egal. Immerhin. Gute Zufälle gibt's auch immer. Aber die Secret Exits, die sind mir manchmal noch immer ein Rätsel. Ja, ich weiß, ich habe in den Comics schon einige Secret Exits. Ich weiß ja schon, wo die Secret Exits aus dem aus Eichenhain, welche aus im Eichenhain da sein werden. Was wollte ich jetzt sagen? Sorry, schon wieder ein schlechter Kommi. Schon wieder ein Sprachaussetzer. Was ich sagen wollte ist, ich habe ja schon in den Comics gelesen, wo was jetzt sein wird. Das werde ich aber, wie schon gesagt, erst kurz vorm finalen Level der 8. Welt erstmals noch umgucken. Oh mein Gott. Ja, Starcoin. Okay. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Sind jetzt diese ganzen Igluks da? Oh mein Gott, ja. Der Strudel sieht ja noch zusätzlich nach unten. Das macht es extra schwer. Und wo sind diese Chip-Chips groß? Ach man. Komm doch. Was ist denn das? Diese Münzen könnten auch so verdächtig sein. Möglicherweise erscheint dann die Starcoin, wenn man da jetzt die Münzen einsammelt. Das ist... Nein, das ist mir nicht wert gewesen. Nee. Aha. Da muss ich an den hier vorbei. Und dann wieder... Oh mein Gott. Komm, komm, komm. Schneller, Luigi, schneller! Sonst wieder schnell nach oben. Oh mein Gott, ich hätte eigentlich die Stacheln schon spüren müssen. Aber ich bin da zum Glück nochmal ausgewichen. Oh nee, da brauche ich eine Eisblume, um da durchzukommen. Oder einfach nur... Schnelles Händchen. Okay, das war gut. Okay. Ich muss einfach hier mit den blauen Münzen gehen und hier aufpassen. Oh krass. Guck sich das an. Also diese ganzen Igluks sind hier anscheinend Programm. So, da sind sie auch nochmal, um sich bei uns zu verabschieden. Tja, danke. Tschüssi. Heiliger Bimbam. Ja, ich könnte noch ein Level machen. Nein. Moment, jetzt habe ich das nicht zu Ende gelesen. Aber egal. Ja, ich weiß, Nintendo claimt das zwar, aber ich besuche noch einmal die Todhäuser, weil das ist doch wirklich der Wahnsinn. Warum claimen sie jetzt auf einmal das hier? In New Super Mario Bros. Wii, da lassen sie ja noch, da claimen sie alle höchstens das Intro oder Demo-Spiele, aber doch nicht sowas. Wieso habe ich das jetzt nicht bekommen? Scheiße. Das hüpft da auch noch zusätzlich so. Und ich bin auch noch klein und sammle Bowser, ist klar. Da waren sehr viele. Ach man, ich krieg wieder keine One-Ups. Doch, eins, zwei. Okay, dann habe ich wenigstens eins. Ja, nee. Das kommt über mich drüber. Scheiße. Ja, aufgrund von Luigis schlechten Sprung. Ich habe wenigstens eins, aber mehr schaffe ich anscheinend nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob ich dann noch mehr geschafft habe jetzt in New Super Luigi U. Aber dennoch. Ja. Mal sehen, könnte ich noch ein Level dranhängen? Ach nein, ich würde sagen, durchlöcher den Turm der Dornensäulen. Oh Gott, die Dornensäulen. Ja, da wartet uns wieder was. Ich würde sagen, dieses Mal mache ich auch wieder an diesem Part Schluss. Ich möchte nicht allzu lange Parts machen. Ich möchte heute wieder so viel wie nur möglich aufnehmen, weil... Es ist halt so. Ja, und auch, was ich noch sagen wollte, Monster Hunter. Für diejenigen, die sich im Monster Hunter jetzt langsam interessiert haben, weil einige meiner Nintendo-Fans haben sich schon jetzt Monster Hunter mal angeguckt und fanden es wirklich so interessant, dass... Ja, dass sie selber Monster Hunter gekauft haben. Ich bin begeistert. Ich bedanke mich vielmals, dass
dass ihr auch mal für Monster interessiert. Nur weiter so, weil das ist bisher das Let's Play, das am wenigsten geguckt wird von allen. Was mich wirklich wundert, aber es wäre schön, wenn ihr das nochmal versucht. Gebt dem Spiel eine Chance. Ich zwinge euch nicht dazu, aber ihr könnt. Müsst nicht, aber ihr könnt. Tja, aber wie es weitergeht, erfahren wir jetzt erstmal im nächsten Part. Warten wir erstmal ab, wie es jetzt noch sein wird, durch Löcher im Turm der Donnensäulen. Ich bin schon mal wirklich gespannt, wie es in Zukunft bei mir aussehen wird, weil ich nähere mich ja langsam den 800 Abonnenten aktuell. Das möchte ich noch hinzufügen. Ich bedanke mich natürlich an alle, die mich abonniert haben. Und hoffentlich, ihr müsst natürlich nicht, aber guckt bitte schön alle meine Let's Plays. Das würde mich freuen, wenn ihr meine Let's Plays unterstützt. Weil ich möchte wirklich in meinem Kanal mich möglichst Multi-Utility halten. Nicht bloß Nintendo-Fans oder Sonic-Fans zum Beispiel. Sondern auch natürlich einiges anderes wie Monster Hunter-Fans oder Multi-Utility-Fans können sich hier treffen. Die sind herzlich willkommen bei mir. Pokémon natürlich auch. Ich meine, es ist auch nicht so wichtig, wenn ihr nur wegen einer Sache abonniert habt. Oder generell wegen Nintendo oder so. Hauptsache, ihr habt Spaß an meinen Videos und dann bin ich glücklich. Ihr wollt mich doch glücklich machen, oder? Dann gebt den Part einen Daumen hoch, wenn er euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush40Freak89. Bedanke mich fürs Gucken und sag wieder auf Wiedersehen und tschüss, Leute!